Hi Leute und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns mal die Salvatores an. Die Salvatores sind eine Gangsterfamilie aus New Reno, die vor allem die Westside der Stadt beherrschen. Louis Salvatore ist das Oberhaupt der Familie und gleichzeitig Besitzer von Salvatores Bar und Renesco's Pharmacy. Im Gegensatz zu den anderen großen Gangsterfamilien in New Reno versuchen die Salvatore im Verborgenen zu bleiben und keine Aufmerksamkeit zu erregen, um heimlich ihren Wohlstand und ihre Bewaffnung auszubauen, um New Reno gewaltsam mit ihrer für die Stadt recht einzigartigen Lasertechnologie erobern zu können. Als es allerdings zu kleinen Konflikten zwischen den Familien kommt, versuchen die Mordinos den Salvatores die Westside streitig zu machen. Schockiert von ihrer Chancenlosigkeit gegenüber den Hightech-Waffen der Salvatores, ziehen sich die Mordinos allerdings schnell wieder zurück. Die Gefahr, die von den Salvatores ausgeht, geriet durch diesen Konflikt allerdings ans Tageslicht. Die Salvatores gelten als geradezu paranoid. Sie töten oft Personen, die ihrer Meinung nach einfach nur zu neugierig sind oder sich zu nahe an ihrem Gebiet aufhalten. Doch auch schon wer die Familie beleidigt oder beim Kartenspielen betrügt, steht auf ihrer Todesliste. Die Salvatores haben nach außen viele Handelsbeziehungen. Die wichtigste und zugleich ungewöhnlichste ist wohl die zu der Enklave, denn diese versorgt die Salvatores mit den fortschrittlichen Laserwaffen. Im Tausch gegen wichtige Chemikalien, die Enklave für das FEV Curling 13 Projekt braucht. Über die Zukunft der Salvatores ist nicht viel bekannt, aber man weiß, dass sie in der Zukunft der Stadt keine große Rolle mehr spielen werden. Möglicherweise haben sie zu lange gewartet und die anderen Familien konnten sich auf die Lasertechnologie der Salvatores einstellen. Oder aber sie sind selbst an ihrer eigenen Paranoia zugrunde gegangen.